This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Dies wird heute die 14. Lesung aus dem fantastischen Buch, dem ersten Buch von drei, Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear, das Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlicht wurde, wie ihr wisst. Die 14. Lesung, und ich habe da mal ein paar Dinge, die ich eben mal kurz richtig stellen möchte. Nicht, dass man mich verkehrt versteht. Ich habe das letztens auch gemacht in der Einleitung zu History of the Inquisition, das ich auch lese, von Philipp von Limborch auf meinem Zweitkanal. Ein englisches Buch, 750 Seiten, wovon ich jetzt bei knapp Seite 250 bin. Also auch noch ziemlich am Anfang, aber 36 Lesungen weit. Und ich möchte das hier auch nochmal eben richtigstellen. Ihr habt mich immer sagen hören, wenn ich über Ketzer zwischen Anführungszeichen sprach in diesem Buch, dass ich immer alles gemessen habe an der Bibel. Dass ich immer versucht habe, deutlich zu machen, sind das jetzt Ketzer im Sinne der Bibel oder sind das Ketzer im Sinne der römisch-katholischen Kirche oder wie ist die Sache überhaupt richtig zu verstehen? Also, um es deutlich zu machen, die römisch-katholische Kirche hat von Anfang an, Rom, das heidnische Rom, hat von Anfang an alle die verfolgt, die gegen sie waren. Ja, ein sehr gutes Beispiel ist, ihr kennt ja alle die Geschichte der Sieben-Tags-Adventisten, die 1260 Jahre legen, von 538 auf 1798. Und wir wissen aus der Prophezeiung von Daniel, dass das Römische Reich, und das wissen wir natürlich auch aus der Geschichte inzwischen, dass das Römische Reich damals in 10 verschiedene Nationen zerfallen war, 476. Und dann wurden 3 Völker mit der Wurzel ausgerissen, ja, ausgelöscht mit der Wurzel zusammen, also da ist nichts mehr von über, die man heute nicht mehr wiederfindet. Und das war sozusagen dann der Moment der Machtübernahme des Bischofs von Rom. So ist es richtig. Folgens Sieben-Tags-Adventisten ist das die Machtübernahme des Papstes. Damals war er aber noch kein Papst. Wurscht, das war 538. Zwischen 476 und 538 wurden diese 3 Völker mit der Wurzel ausgerottet.
die Hirulis, die Vandalen und die Visigoten. Ja, diese drei. Das kann man überall nachschauen. Habe ich auch mit Characteristics of Antichrist im Englischen Videos drüber gemacht. In Characteristics of Antichrist, ich glaube, im zweiten Teil kommt das schon vor. Wer Englisch kann, kann sich das gerne anschauen. Nun, diese waren auch nicht alle bibelgläubige Christen, aber sie waren Leute, die sich dem Führungsanspruch des Bischofs von Rom widerstellt haben. Diese waren Leute, die sich nicht vollständig der Doktrin der römisch-katholischen Kirche unterstellt haben. Und genauso ist das auch in der Zeit nach 538, genauso bis 606, wo die wirkliche Zeit der 1260 Jahre anfängt zu zählen, bis 1866. Und so ist es auch heute noch. Und so ist es die ganze Zeit der Regierung des Antichristen durch. Deswegen möchte ich das eben mal richtigstellen. Ich versuche immer, wenn ich diese Bücher lese, von den dort angeführten, zwischen Anführungszeichen, Ketzern, diejenigen zu unterscheiden, die wirklich bibeltreue Christen waren, wie zum Beispiel die Waldenser, das Volk der Vaudois, ja, die Armen von Lyon, wie sie im Deutschen auch heißen, das sind Begriffe, die kommen wir hier in dem Buch wohl noch öfter, werden wir die noch treffen. Ja. Das geht immer um dasselbe Volk, ja, das Volk der Täler aus Piedmont, Norditalien, Südfrankreich, die sich da die ganze Zeit versteckt hatten. Oder ihr anverwandtes Volk, die Albigenser. Und dann später gab es dort unten im Süden von Frankreich vor allen Dingen auch eine Zusammenrottung, hätte ich jetzt schon beinahe gesagt, aber eine Ordnung der Hugenotten, die ja auch verfolgt wurden. Diese sind wirklich bibelgläubige Christen. Aber daneben gibt es eine ganze Menge andere, wie zum Beispiel die, über die wir jetzt schon ein paar Themen lang sprechen, die Katharer, die im Sinne der Bibel auch Ketzer sind. Aber das gibt Rom noch lange nicht das Recht, diese Leute nicht nur als Ketzer zu bezeichnen, sondern vor allen Dingen sie auszurotten. Schaut, die Geschichte der Inquisition behandelt mehr als nur bibelgläubige Christen, als nur die Heiligen in Jesus Christus, die gemartert und gemordet wurden von ihm, für ihn. Ja? Diese Geschichte der Inquisition geht auch um solche Leute wie die Manichäisten, wie die Katharer, wie die Arianer, ja, die arianische Lehre haben. Ja. Leute wie die orthodoxe, die griechisch-orthodoxe oder die russisch-orthodoxe Kirche, ja, also nach dem Verfall oder nach dem Schisma, das wir hatten, dem Schisma in 1054, wo die östliche Kirche sich von der westlichen Kirche abgespalten hat und die Verfolgung dieser Katholiken, das sind nämlich auch Katholiken, die Orthodoxen, ja, müssen wir uns gar nicht irgendwie denken, dass die bibeltreue Christen sind, das sind auch Katholiken, nur eben Katholiken, die sich nicht dem Gesetz des Antichristen unterwerfen wollen. Und die werden genauso verfolgt. Und ich habe bis jetzt vielleicht noch nicht deutlich gemacht, dass es mir in dieser Lesung hauptsächlich zwar darum geht, aufzudecken, wie bibelgläubige Christen die ganzen Jahre über verfolgt und ausgerottet wurden, weil schließlich sind es bibelgläubige Christen, von denen Jesus in der Offenbarung spricht, ja, die Märtyrer in Jesus Christus, das sind diejenigen. Die anderen sind auch ausgerottet worden, aber sind keine Märtyrer für Jesus Christus, weil die haben selbst eine Falschlehre von Christus. So wie zum Beispiel die Arianer, die ja eben die Göttlichkeit Jesu Christi zum Beispiel zweifeln. Und die Katharer haben ja auch einige Falschlehren, aber nichtsdestotrotz prangere ich hiermit und mit dieser ganzen Lesung, und deswegen mache ich da jetzt einen ganz deutlichen Punkt von, dass niemand mich im Laufe der weiteren Lesung missversteht, weil wir haben ja von knapp 128 Seiten in diesem Band gelesen. Wir haben hier noch eine ganze Menge Seiten, bis das Buch zu Ende geht, auf Seite 640 ungefähr. Und wir haben noch zwei Bände, ja, also dass wir da ganz deutlich sind, dass ich das jetzt einmal sage und dann nicht mehr sagen muss. Dieses Buch ist eine Anprangerung der Politik der römisch-katholischen Kirche, ihrer Inquisitionspolitik gegenüber allen, was sie, die römisch-katholische Kirche, als Ketzer bezeichnet. Und was die römisch-katholische Kirche als Ketzer bezeichnet, sind teilweise auch Ketzer, was die Bibel so bezeichnen würde. Aber nichtsdestotrotz gibt es keinem Menschen das Recht, das Leben eines anderen Menschen auszurotten, nur aufgrund dessen, dass er eine andere Sache glaubt. Jesus Christus hat ja auch die Gegner des wahren Evangeliums nicht ausgerottet, sondern er hat mit dem Schwert des Wortes gekämpft. Und wir lesen das ja auch sehr, sehr gut in Epheser. Ich schlage mal eben meine Schlachterbibel hierbei auf, dass wir uns das eben anschauen können. Im Buch der Epheser, da lesen wir in Kapitel 6, ich muss nur eben
jetzt mal die richtige Seite finden. Entschuldigung, ich habe das ja nicht vorbereitet. Aber da lesen wir in Kapitel 6, Vers 10 bis 18, wie wir bibelgläubige, treue Christen, also nicht römische Katholiken, die behaupten das von sich, dass sie das sind, aber es sind sie nicht, das wissen wir ja. Aber wie wir Christen umzugehen haben mit allem, was gegen Christus ist. Es steht geschrieben, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, nicht ein Teil, die ganze Waffenrüstung, damit ihr am bösen Tag widersteht, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit erstens Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der zweitens Gerechtigkeit. Also was gehört zur ganzen Waffenrüstung Gottes? 7 Punkte lesen wir. Die ersten zwei sind Wahrheit und Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Punkt 3, das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, 4, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. So, jetzt habe ich das Zählen inzwischen aufgegeben, wie ihr seht. Im Englischen bin ich da besser drin, da zähle ich die 7 auf. Im Deutschen sind es halt die ganze Waffenrüstung Gottes. Das ist also einerseits die Wahrheit, die Gerechtigkeit, das Zeugnis, das Evangelium des Friedens, das Schild des Glaubens, den Helm des Heils und den Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das sind die 7 Punkte. Ja? Diese 7 Punkte sind die ganze Waffenrüstung von Gott, die wir antun müssen, um uns des Teufels und seiner Minister, seiner Mitarbeiter, der gefallenen Engel unter anderem, eben zu erwehren. Nicht das fleischliche Schwert, nicht Folter, nicht Mord sind die Mittel eines bibeltreuen Christen, um gegen diese Sachen zu kämpfen, sondern wir haben eine geistliche Waffe. Und diese geistliche Waffe gebrauche ich persönlich unter anderem eben in all meinen ganzen Lesungen. Das ist alles eine geistliche Waffe, um dafür zu sorgen, dass Leute zum richtigen, zum wahren Glauben von Jesus Christus, unserem Schöpfer, in der Bibel finden. Darum geht es. Und wenn ich vielleicht in der Vergangenheit die Punkte nicht so deutlich gemacht habe, will ich das jetzt ein und für alle Mal zurechtrücken, dass jeder versteht, was ich ganz genau meine, nämlich alle, die von der römisch-katholischen Kirche aus irgendwelchen Gründen, Glaubensgründen verfolgt sind, sind unrechtmäßig verfolgt, weil die Verfolgung der römisch-katholischen Kirche sich nicht beruft auf die Bibel, sich nicht beruft auf die gerade vorgelesenen Punkte im Evangelium, in dem Brief an die Epheser, Kapitel 6, Verse 10 bis 18. Es geht der römisch-katholischen Kirche nicht um die Waffenrüstung Gottes, wie er sie durch das Evangelium ordiniert, sondern der römisch-katholischen Kirche geht es um das fleischliche Schwert und Verfolgung und Leid und Diebstahl auf dieser Welt. Fleischliche Welt. Ja. So, das wollte ich erstmal zu Anfang gesagt haben. Damit sind die ersten 12 Minuten schon um. Nicht, dass ich Probleme hätte, eine Stunde zu füllen, ganz im Gegenteil. Dann wollte ich auch noch mal kurz erwähnen, ich habe letztens einen Film gesehen. Ich habe von Kerstin und Helmut aus Frankfurt diese DVD zugeschickt bekommen vor einiger Zeit. Ulrich Thein ist Martin Luther, ein DDR-TV-Archivfilm von 1983.
zum 500. Geburtstag von Martin Luther damals veröffentlicht, mit also dem Ulrich Thein Schauspieler, der hier Martin Luther spielt, in fünfteilige Serie auf DVD zu bekommen, kann man sich besorgen. Empfehle ich allerwärmstens, sich das anzuschauen. Ich persönlich habe noch keinen einzigen Luther-Film hier gesehen bis heute, am 29. Juni, wo ich diese Aufnahme mache, 2018, habe ich noch nicht einen einzigen Luther-Film gesehen, in dem erwähnt wird, dass das Papsttum der Antichrist ist. Und in diesen fünf Filmen von Martin Luther, das sind fünf Filme auf diesen DVDs, jeder ungefähr anderthalb Stunden lang, erwähnt Martin Luther, dass ich glaube ab Teil 2 oder Teil 3 mindestens fünfmal in diesen Teilen, dass das Papsttum der Antichrist ist. Ja? Und das ist etwas, das habe ich von westlichen Produktionen, weder westdeutschen noch Hollywood oder sonst was Produktionen, noch nie gehört. Und schon gar nicht in dieser Art und Weise, wie das da ausgedrückt ist. Also besorgt euch das Video, schaut euch das an. Und ihr werdet ein anderes Verständnis von Martin Luther kriegen, als das, was wir in unseren Wikipedia und was wir eh nicht alles kriegen, wo Martin Luther natürlich immer schlecht gemacht wird und die Reformation schlecht gemacht wird, weil das natürlich das ist, was die Jesuiten eben auch wollen. So, nach der Einleitung fange ich jetzt an zu lesen auf Seite 128. Wir sind immer noch in dem Kapitel über die Katharer. Ja, das ist ja hier angefangen vor einigen Seiten bereits. Die Katharer, da geht es drum. Und das ist auf Seite 98 angefangen. Also wir sind schon 30 Seiten darin. Und wir lesen noch weiter, ich glaube bis Seite 142. Dann geht es in das vierte Kapitel, die Kreuzzüge gegen die Albigenser. Solange beschäftigen wir uns jetzt noch mit den Katharern. Die biblisch gesehen auch Ketzer sind, von daher von der römisch-katholischen Kirche auch als Ketzer eingestuft wurden. Also auch, sage ich jetzt, also zwei Stufen die als Ketzer ein. Die Bibel einerseits wegen ihrer bestimmten Glaubensrichtungen oder Glaubensbekenntnissen, die sie verfolgen, die nicht biblisch sind. Und die römisch-katholische Kirche auch, weil sie eben auch nicht die römisch-katholische Kirche verfolgen. Diese Katharer, in der lesen wir jetzt weiter in der Geschichte, und zwar sprechen wir hier jetzt über den Antichristenpapst Innozenz III., der im Jahr 1198 den päpstlichen Thron bestieg. Und dann begann er sofort eine eifrige Tätigkeit zu ihrer, also der Katharer, Ausrottung zu entfalten. Der Kampf in Viterbo, einer der weltlichen wie der geistlichen Jurisdiktion des Papsttums unterworfenen Stadt, mag ein Beispiel für die Hartnäckigkeit der Ketzer abgeben. Innozenz, gereizt durch die Zunahme der Ketzerei und die Kühnheit ihres öffentlichen Auftretens, richtete im März 1199 an die Bewohner von Viterbo ein Schreiben, in welchem er die Strafen gegen alle, die Ketzer bei sich aufnehmen oder begünstigten, in Erinnerung brachte und verschärfte. Übrigens ein kleiner Punkt, den ich hier mal eben machen möchte. Wir sprechen hier über Antichrist, Papst, zwischen Anführungszeichen Innozenz. Er nennt sich also Innozenz vom Namen her unschuldig. Ja? Also das ist ja wohl das größte Oxymoron, das man sich vorstellen kann. Ja? Der unschuldige Papst? Naja. Trotzdem, fährt der Autor fort, waren die Ketzer im Jahre 1205 Führer bei den städtischen Wahlen und wählten einen der ihrigen, welcher exkommuniziert war, zum Kämmerer. Der Zorn des Papstes war maßlos. Zitat: Wenn die Elemente, so sagte er den Bürgern, sich verbinden würden, um euch ohne Alter oder Geschlecht zu schonen, zu vernichten und euer Andenken mit ewiger Schande zu bedecken, so würde diese Strafe noch geringer sein als euer Verbrechen. Ende Zitat. Er befahl dem neu gewählten Magistrat, den Gehorsam zu versagen und ihn abzusetzen, den Bischof, der ausgewiesen sei, zurückzurufen und den Gesetzen gegen die Ketzerei Geltung zu verschaffen. Wenn all das nicht binnen 15 Tagen geschehen sei, sollten sämtliche Städte und Schlösser in der Umgegend die Waffen ergreifen und gegen die aufrührerische Stadt zu Felde ziehen. Aber selbst diese Drohungen hatten den gewünschten Erfolg nicht. Zwei Jahre später, im Februar 1207, brachen neue Unruhen aus und erst im Juni jenes Jahres, als Innozenz selbst nach Viterbo kam und alle Paterina bei seiner Annäherung flohen,
konnte er die Stadt reinigen, indem er die Häuser der Ketzer niederreißen und ihr Eigentum konfiszieren, also beschlagnahmen ließ. Hierauf erfolgte im September an alle Gläubigen im Patrimonium Petri ein Erlass, der Maßregeln für eine Verschärfung der Ortsgesetze einer jeden Gemeinde vorschrieb und befahl, dass jeder Podesta und jeder andere Beamte bei schweren Strafen auf ihre Durchführung vereidigt werden sollte. Ein mehr oder weniger strenges Vorgehen in Mailand, Ferrara, Verona, Rimini, Florenz, Prato, Faenza, Piacenza und Treviso zeigt die Ausdehnung des Übels, die Schwierigkeit, ihm Einhalt zu tun und die Ermutigung, welche die Ketzerei durch die Sittenlosigkeit des Klerus erhielt. In Südfrankreich war der Kampf am erbittersten und wurde bis zur Vernichtung geführt. Dort war er, wie wir gesehen haben, der Boden am günstigsten und das Übel am üppigsten ins Kraut geschossen. Am Anfang des 12. Jahrhunderts treffen wir in Albi auf offenen Widerstand, als der Bischof Sicard vom Amt von Castres unterstützt, hartnäckige Ketzer einzukerkern begann. Er wurde vom Volke verhöhnt, was zu einem gefährlichen Streite zwischen der bürgerlichen und geistlichen Jurisdiktion führte. Um dieselbe Zeit versuchte Amelius von Toulouse einen milderen Weg, indem er den berühmten Robert von Abrissel zu Hilfe rief, dessen Predigten, wie uns erzählt wird, viele Bekehrungen zur Folge hatten. Bekehrungen zum Katholizismus ist das, ne? Im Jahre 1119 leitete Calixtus II. Ein Konzil zu Toulouse, das die manichäische Sekte verdammte, aber sich mit der Ausstoßung der Ketzer aus der Kirche begnügen musste. Es verdient vielleicht bemerkt zu werden, dass als Innozenz II. Vom Gegenpapst Pierre Leone aus Rom vertrieben wurde und auf seiner Reise durch Frankreich im Jahre 1131 zu Reims ein großes Konzil abhielt, keine Maßregeln zur Unterdrückung der Ketzerei getroffen wurden. Als der Papst in Rom wieder eingesetzt war, schien bei ihm das Gefühl für die Notwendigkeit zu handeln wieder zu erwachen, denn auf dem 2. Allgemeinen Laterankonzil im Jahre 1139 erließ er ein entschlossenes Dekret, welches bemerkenswert ist als das erste Beispiel der Aufrufung des weltlichen Armes. Die Katharer wurden nicht nur verdammt und aus der Kirche gestoßen, sondern man befahl auch den weltlichen Obrigkeiten, gegen sie und alle die, welche sie begünstigten oder verteidigten, vorzugehen. Diese Politik wurde auch im Jahre 1148 von dem Konzil von Reims beobachtet, indem es bei Strafe der Exkommunikation und des Interdikts jedem verbot, die Ketzer, welche in der Gascogne, der Provence oder sonst wo wohnten, auf seinem Grund und Boden aufzunehmen oder zu unterstützen, ihnen Schutz unterwegs zu gewähren oder ihnen eine Zuflucht zu verschaffen. Als Alexander III. Von Friedrich Barbarossa und dem Gegenpapst Viktor aus Rom vertrieben, im Jahre 1163 nach Frankreich kam, berief er ein Konzil nach Tours. Es war eine stattliche Versammlung. 17 Kardinäle, 124 Bischöfe, darunter Thomas Becket, ein ganz wichtiger Bischof aus England, der zu Zeiten Henry II. In England regierte ein Bischof, also ein hoher Bischof in England war und ein Verräter des wahren Glaubens in England war und der einen großen Streit hatte mit König Heinrich II. Von England damals. Thomas Becket, der inzwischen von der römisch-katholischen Kirche heilig gesprochen wurde, das sagt dann schon genug. Ja. Also unter diesen 124 Bischöfen war auch dieser Thomas Becket, hunderte von Äbten, ferner Scharen von anderen Geistlichen und eine große Anzahl Laien waren erschienen. Nachdem diese erlauchte Gesellschaft ihre erste Pflicht, den Gegenpapst zu exkommunizieren, erfüllt hatte, ging sie dazu über, die Ketzerei zu beklagen, welche im Tolosanischen entstanden, wie ein Geschwür in der ganzen Gascogne weitergefressen und die Gläubigen überall schwer geschädigt hatte. Hier muss ich mal eben kurz unterbrechen, dass ich weiß ja nicht, jeder hat ja nicht das gleiche gute Geschichtsverständnis oder hat sich damit viel beschäftigt. Es geht hier um die Zeit, wo wir von dem Gegenpapst sprechen.
Es gab drei Päpste, einer in Norditalien, einer in Rom und einer im Süden von Frankreich, die da gleichzeitig regiert hatten. Jeder von den dreien hat sich selber Papst genannt, hat den anderen Antichristen beschimpft und sie haben gegeneinander gefochten, bis dann irgendwann dieser Streit beigelegt war. Das war ein Schisma innerhalb der römisch-katholischen Kirche, von dem sie nicht gerne sprechen. Unter anderem war einer dieser Päpste, dieser Gegenpäpste, ein sogenannter Johannes der 23. Von daher ganz interessant zu wissen, dass der Name Papst Johannes der 23. in den 60ern ja auch wieder aufgenommen wurde, als der Papst, der das zweite Vatikanische Konzil eröffnet hat, 1962, eben Papst Johannes der 23. war. Der hatte schon mal einen, der hatte denselben Namen und der regierte zur Zeit dieses Schismas in der römisch-katholischen Kirche, wo bis zu drei Päpste gleichzeitig regiert hatten. Nur mal eben, um ein klein wenig den Geschichtsgrund hier zu beleuchten, warum wir hier von Gegenpapst sprechen, dass wir das verstehen. Den Prälaten jener Gegenden, fährt der Autor fort, wurde geboten, wachsam in der Unterdrückung der Ketzerei zu sein und alle diejenigen zu exkommunizieren, welche Ketzern erlauben würden, in ihren Ländern zu wohnen, oder welche durch Kauf oder Verkauf Verkehr mit ihnen unterhalten würden, damit sie so von der menschlichen Gesellschaft abgeschnitten zum Aufgeben ihrer Irrtümer gezwungen wurden. Weiter wurde allen weltlichen Fürsten geboten, sie einzukerkern und ihr Eigentum einzuziehen, also zu konfiszieren, zu beschlagnahmen. Um diese Zeit versteckte sich die Ketzerei offenbar nicht mehr, sondern erhob offen und trotzig das Haupt. Die Fruchtlosigkeit der päpstlichen Gebote zu Tours, die Ketzer vom menschlichen Verkehr abzuschneiden, zeigte sich 2 Jahre später auf dem Konzil oder vielmehr dem Gespräch von Lombre in der Nähe von Albi. Es war eine öffentliche Disputation, die zwischen den Vertretern der Orthodoxie und den Bosom, Bocrestias oder den guten Leuten, wie sie sich nannten, stattfand, und zwar vor gemeinsam gewählten Richtern und in Gegenwart des Erzbischofs Pontius von Narbonne und mehrerer Bischöfe sowie der mächtigsten Adligen jener Gegend, unter ihnen Konstanze, Schwesterkönig Ludwigs des Siebten und Gemahlin des Grafen Raimond von Toulouse, ferner Raimond Trencavel von Béziers, Sicard von Lautrec und andere. Beinahe die ganze Bevölkerung von Lombre und Albi kam zusammen. Die Verhandlungen hatten offenbar das größte öffentliche Interesse und ebensolche Bedeutung gewonnen. Ein ausführlicher Bericht über das Gespräch, einschließlich des Beschlusses gegen die Katharer, ist aus mehreren orthodoxen Quellen auf uns gekommen. Hier möchte ich nochmal eben ganz kurz zufügen: Teile 33 und folgende, 34 glaube ich auch, von The History of the Inquisition in Englisch von Philipp von Limborch, handelt eben auch hier von dem Grafen Raimond von Toulouse, ja, und erklärt ein wenig näher, wer er ist und was er damals machte. Also da geht das Buch von Philipp von Limborch ein bisschen tiefer in die Geschichte ein, die hier ein bisschen oberflächlich von Henry Charles Lear behandelt wird. Nur zur Information, könnt ihr euch dann auf meinem Zweitkanal ja anschauen, History of the Inquisition, sicher Teil 33 oder 34, da werdet ihr das irgendwo in der Gegend finden. Steht auch im Titel drin, also das kann man dann gar nicht verpassen, glaube ich. Nun, der Autor fährt hier fort: Von weit größerem Interesse bei der ganzen Sache ist aber der Umstand, dass sie deutlich zeigt, wie die Ketzerei allen Unterdrückungsmaßregeln der Ortskirchen Trotz bot, wie die Vernunft über die Gewalt triumphierte, wie die Ketzer keine Bedenken mehr trugen, ihren Glauben zu bekunden und zu begründen, und wie sich die katholischen Disputanten ihren Forderungen, die nur das Neue Testament als Autorität gelten ließen, unterwerfen mussten. Die Ohnmacht der Kirche zeigt sich noch weiter in der Tatsache, dass das Konzil, trotz seines angeblichen Sieges über die ketzerischen Lehrer, sich damit begnügte, den Adligen von Lombre die Beschützung der Ketzer zu untersagen. Im nächsten Jahr gönnte sich Pontius von Narbonne auf einer in Cabestin abgehaltenen Versammlung die Genugtuung, die Beschlüsse des Konzils von Lombre zu bestätigen. Er erreichte aber nichts damit.
Denn die Sittenlosigkeit war so groß geworden, dass, als einige Mönche aus dem strengen Zisterzienserorden ihr Kloster Villemagne bei Arge verließen und öffentlich Frauen nahmen, Pontius nicht imstande war, sie wegen dieser groben Übertretung ihrer Gelübde zu bestrafen, und dass die Vermittlung Alexanders III. Wahrscheinlich vergeblich angerufen werden musste. Augenblicklich war die Kirche machtlos. Indem sie die Lehren der Ketzer verurteilte, gegen diese selbst aber nicht vorging, gestand sie der Welt ein, dass sie kein Mittel besaß, mit einer auf so breiter Grundlage beruhenden Gegnerschaft fertig zu werden. Die Adligen und das Volk waren nicht geneigt, den Anordnungen der Kirche nachzukommen, und ohne deren Hilfe blieb die Verkündung des Bannstrahls eine leere Formel. Das wussten die Katharer genau und wagten darum schon 1167, zwei Jahre nach dem Konzil von Lombre, ein eigenes Konzil in Saint-Félix-de-Caraman bei Toulouse abzuhalten. Ihr höchster Würdenträger, der Bischof Nicetas, kam von Konstantinopel, um den Vorsitz zu führen. Auch aus der Lombardei erschienen Abgesandte. Auf diesem Konzile wurde die Kirche der Katharer in Frankreich gegen den veränderten Dualismus der konkordianischen Schule gestärkt. Und zugleich wurden für die erledigten Bischofsstühle von Toulouse, Val d'Aran, Carcassonne, Albi und für den nördlich von der Loire gelegenen Teil von Frankreich Bischöfe gewählt. Der letztere war Robert von Speron, der später nach der Lombardei floh und der Sekte der Speronisten ihren Namen gab. Ferner wurden Bevollmächtigte ernannt, um eine Grenzstreitigkeit zwischen den Bischofsstühlen von Toulouse und Carcassonne zu ordnen. Oder kurz, die Geschäfte des Konzils waren die einer fest begründeten, unabhängigen Kirche, welche sich dafür bestimmt hielt, an die Stelle der römischen Kirche zu treten. Gegründet auf die Liebe und Verehrung des Volkes, welche Rom verwirkt hatte, konnte sie allerdings mit Recht an den Sieg über Rom denken. In der Tat berechtigten sie auch ihre Fortschritte während der nächsten Jahre zu den kühnsten Hoffnungen. Raimund von Toulouse, der die Macht eines unabhängigen Herrschers hatte, stellte sich auf die Seite Friedrich Barbarossas, erkannte den Gegenpapst Viktor und seine Nachfolger an und bekümmerte sich nicht um Alexander III., den das übrige Frankreich anerkannte. Die Kirche, durch das Schisma gespalten, konnte der Entwicklung der Ketzerei wenig Widerstand leisten. Die Bibel sagt, ein Haus, das in sich selbst geschieden ist, kann nicht bestehen. Im Jahr 1177 jedoch triumphierte Alexander. Friedrich Barbarossa musste sich unterwerfen und Raimund musste dem Beispiel seines Lehnsherrn folgen, denn ein großer Teil seiner Gebiete stand unter der Oberobhut des Reiches. Da erwachte plötzlich in ihm die Erkenntnis, dass er die Fortschritte der Ketzerei hemmen müsse, aber trotz seiner Macht fühlte er sich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Die Verwaltungen seiner Städte, unabhängig und unabsetzbar, waren meistens in den Händen von Katharern. Ein großer Teil seiner Ritter und Edelleute waren heimliche oder offene Beschützer der Ketzerei. Die Kleriker in all seinen Besitzungen waren verachtet, die Ketzer dagegen vom Volke verehrt. Predigte ein Ketzer, so strömte das Volk zusammen, um ihm zuzuhören und Beifall zu zollen. Übernahm aber ein Katholik das seltene Amt der Unterweisung, so spottete es über ihn und fragte ihn, was er denn mit der Verkündung des Wortes Gottes zu tun habe. Bei einem fast beständigen Kriege mit mächtigen Vasallen und noch mächtigeren Nachbarn wie den Königen von Aragonien und England war es Raimund offenbar unmöglich, die Vernichtung der Hälfte oder mehr als der Hälfte seiner Untertanen zu unternehmen. Ob es ihm aufrichtig darum zu tun war, die Ketzerei zu unterdrücken, ist zweifelhaft. Aber in jedem Fall gibt seine Lage uns eine lehrreiche Vorstellung von den Schwierigkeiten, die sein Sohn und Enkel umgaben, um die zu den Kreuzzügen gegen sein Land und schließlich zu der Vernichtung seines Hauses führten. Welches aber auch immer seine Beweggründe gewesen sein mögen, er stellte sich, schlau wie er war, auf die richtige Seite und rief König Ludwig VII. Zum Beistand an.
Zugleich erinnerte er sich, wie in der früheren Generation der heilige Bernhard die Henrizianer zu unterdrücken geholfen hatte, und wandte sich deshalb mit der Bitte um Hilfe an Bernhards Nachfolger Heinrich von Clairvaux, das Haupt des großen Zisterzienserordens. Die Lage der Kirche in seinen Besitzungen, schrieb er dem Könige, sei eine verzweifelte. Selbst der Klerus habe sich verführen lassen, die Kirchen ständen leer und verfielen. Die Sakramente würden verachtet, ihre Spendung sei nicht mehr üblich. Kurz, der Dualismus habe über den Trinitarismus gesiegt. So ängstlich bemüht er auch wäre, das Werkzeug der Rache Gottes zu werden, so sei er doch machtlos, denn die vornehmsten seiner Untertanen hätten zugleich mit dem besseren Teile des Volkes den falschen Glauben angenommen. Die kirchlichen Strafen hätten ihre Schrecken verloren. Nur die Gewalt allein könne noch nützen. Wenn der König kommen wolle, so werde er ihn persönlich durch das Land führen, um ihm die Ketzer zu zeigen, die bestraft werden müssten. Vereinigten sich ihre Anstrengungen, so dürfte es ihnen schwerlich misslingen, das gute Werk zu vollbringen. Gut, in den Augen der römisch-katholischen Kirche. Ja? Heinrich II. Von England, den ich ja kurz vorher schon mal erwähnt hatte, aufgrund von Thomas Becket, der als Herzog von Aquitanien bei der Angelegenheit sehr interessiert war, hatte gerade Frieden mit Ludwig von Frankreich geschlossen. Beide Monarchen waren also frei von der Sorge vor einem gegenseitigen Krieg und beschlossen deshalb, dem Rufe Raimunds Folge zu leisten und mit einer großen Streitmacht vorzugehen. Der Abt von Clairvaux schrieb seinerseits an Alexander III. Und forderte ihn mehr ernst als höflich auf, seine Pflicht zu tun und die Ketzerei ebenso zu unterdrücken, wie er das Schisma erstickt hätte. Die beiden Könige, sagte er, hätten über die zu ergreifenden Maßregeln Beratungen gepflogen. Also nochmal. Die beiden Könige, sagte er, hätten über die zu ergreifenden Maßregeln Beratungen gepflogen, also gehalten. Die geistliche Gewalt dürfe nicht durch ihre Schlaffheit der weltlichen eine Entschuldigung bieten für einen etwaigen Mangel an Tatkraft. In Languedoc seien Priester und Volk in gleicher Weise angesteckt oder vielmehr, die Ansteckung ginge von den Hirten auf die Herde über. Das Geringste, was der Papst tun könne, wäre, seinen Legaten, den Kardinal Peter von Chrysogono, anzuweisen, länger in Frankreich zu bleiben und die Ketzer anzugreifen. Während dieser Vorverhandlungen hatte sich aber der Eifer der Monarchen abgekühlt und anstatt an der Spitze ihrer Heere herzumarschieren, begnügten sie sich damit, eine Gesandtschaft zu entsenden, bestehend aus dem Kardinallegaten, den Erzbischöfen von Narbonne und Bourges, Heinrich von Clairvaux und anderen Prälaten. Zugleich drängten sie den Grafen von Toulouse, den Vicomte von Turenne und andere Adlige, ihnen zu helfen. Mochte Raimund aufrichtig sein oder nicht, auf alle Fälle hatte er einen solchen Beistand nicht verlangt. Die Könige hatten beschlossen, sich auf das geistliche Schwert zu verlassen, und er war zu schlau, um seine Kraft in einem nicht unterstützten Kampfe mit seinen Untertanen zu erschöpfen. Insbesondere, da Alfons II. Von Aragon und die Adligen von Narbonne, Nîmes, Montpellier und Carcassonne mit der Bildung einer ihn bedrohenden Liga umgingen. Er beschützte also zwar die Gesandtschaft, machte aber keine Anstalt, das weltliche Schwert zu zücken. Als die Prälaten in Toulouse einzogen, drängten sich die Ketzer um sie, riefen ihnen Schimpfnamen zu und bezeichneten sie als Heuchler und Apostaten. Für die bedeutenden positiven Ergebnisse der Mission tröstete sich Heinrich von Clairvaux mit dem Gedanken, dass, wenn sie dieselbe noch 3 Jahre aufgeschoben hätten, sie nicht einen einzigen Katholiken mehr in der Stadt gefunden haben würden. Endlos lange Listen von Ketzern wurden nunmehr für die Gesandten aufgestellt. An der Spitze derselben stand Peter Morand, ein alter, sehr wohlhabender und einflussreicher Mann, der bei dem Volke unter dem Namen Johann der Evangelist bekannt war. An ihm wollte man ein Exempel statuieren. Nach vielen Ausflüchten wurde er der Ketzerei überführt
Um sein konfisziertes Vermögen zu retten, willigt er ein, zu widerrufen und sich der Buße zu unterziehen, die man für ihn bestimmen würde. Er wurde bis in die Mitte des Körpers entblößt, während die Rutenstreiche des Bischofs von Toulouse und des Abts von Saint-Saturnin von beiden Seiten unablässig auf ihn niedersausten, zwischen einer ungeheuren Menge hindurch zu dem Hochaltar des St. Stephansdoms gefährt, wo man ihm zum Besten seiner Seele eine dreijährige Pilgerfahrt ins Heilige Land auferlegte. Bis zum Antritt derselben sollte er täglich durch die Straßen von Toulouse gepeitscht werden, der Kirche alle in seinem Besitz befindlichen Kirchengüter sowie alle durch Wucher verdienten Geldsummen zurückerstatten und dem Grafen für sein verwirktes Eigentum 500 Pfund Silber zahlen. Dieser entschlossene Anfang hatte die gewünschte Wirkung und Scharen von Katharern beeilten sich, Frieden mit der Kirche zu machen. Wie wenig aufrichtig aber diese Bekehrungen waren, zeigte sich, als Morand aus Palästina zurückkehrte und von seinen Mitbürgern dreimal zum Ratsherrn gewählt wurde. Die Mitglieder seiner Familie blieben bittere Katholikenfeinde. Im Jahre 1234 wurde ein alter Mann namens Morand als vollkommener Ketzer verurteilt und im Jahre 1235 wurde ein anderer Morand, der Ratsherr war, exkommuniziert, weil er die Einführung der Inquisition hinderte. Die riesige Geldstrafe, die Morand dem Grafen von Toulouse entrichten musste, war darauf berechnet, den religiösen Eifer dieses Fürsten anzufeuern. Aber selbst dieses Reizmittel vermochte ihn nicht, zu einer Tätigkeit zu entflammen, die er offenbar für unpraktisch hielt. Als der Legat die beiden Erzketzer und katharischen Bischöfe von Valdaron und Toulouse, Raymond von Bermiac und Bernard Raymond, widerlegen wollte, musste er ihnen ein sicheres Geleit stellen, bevor sie sich vor ihm einfinden würden, und er musste sich später damit begnügen, sie zu exkommunizieren. Als man ein Verfahren gegen den mächtigen Roger Trincavel, den Vicomte von Béziers, durchsetzte, weil er den Bischof von Albi gefangen hielt, war Exkommunikation ebenfalls die einzige Strafe. Wir lesen aber nicht, dass der gefangene Prälat befreit wurde. Die so pomphaft angekündigte Gesandtschaft konnte, nach Frankreich zurückgekehrt, nur feststellen, dass sie wenig oder nichts vollbracht hatte, was wir den zeitgenössischen Chronisten gern glauben wollen. Wohl hatte sie Raymond von Toulouse und seine Adligen veranlasst, in einem Edikte alle Ketzer mit der Verbannung zu bedrohen, aber das Edikt blieb ein toter Buchstabe. In einer Fußnote lesen wir, Roger Trincavel von Béziers war kein Ketzer. Seine Behandlung des Bischofs von Albi und seine Missachtung der Missionsbischöfe zeigt, wie tief das Ansehen der Kirche sogar in den Augen der Gläubigen gesunken war. Im September desselben Jahres 1178 veröffentlichte Alexander III. Die Einberufungsbulle zum dritten Laterankonzil. Eine bedeutungsvolle Anspielung in derselben auf das Unkraut, das den Weizen ersticke und mit der Wurzel ausgerissen werden müsse, zeigt, dass er die Fruchtlosigkeit aller Maßregeln anerkannte, die bis dahin ergriffen waren, um die stets wachsende Macht der Ketzerei zu brechen. Als demgemäß das Konzil im Jahre 1179 zusammentrat, beklagte es die verdammenswerte Schlechtigkeit der Patariner, die die Gläubigen in der ganzen Gascogne, in Albigeois und Toskanischen öffentlich verführten. Es empfahl die Anwendung von Gewalt mit Hilfe des weltlichen Armes, um die Menschen zu ihrem eigenen Seelenheil zu zwingen. Es verurteilte wie gewöhnlich die Ketzer sowie die, welche ihnen Obdach und Schutz gewährten. Unter die Ketzer rechnete es die Coterezer, Brabanter, Aragonier, Navarrer, Basken und Triaverdiner, von denen noch unten die Rede sein wird. Dann tat es einen weiteren sehr bedeutungsvollen Schritt, indem es einen Kreuzzug gegen alle diese Feinde der Kirche ankündigte. Das war der erste Versuch, diese Waffe
auch gegen Christen in Anwendung zu bringen und somit zu einem Kampfesmittel zu greifen, das später ganz gewöhnlich wurde und das der Kirche bei ihren Privatstreitigkeiten in jedem Land die Dienste einer stets kriegsbereiten Miliz verschaffte. Ein zweijähriger Ablass wurde allen denen versprochen, die die Waffen in der heiligen Sache ergreifen würden. Ein zweijähriger Ablass, was heißt denn das? 2 Jahre lang werden mir alle meine Sünden vergeben. Nach der Lehre der römisch-katholischen Kirche wohlgemerkt. Ja? Der Ablasshandel nahm dann ja auch stetig zu, bis er seinen Höhepunkt Anfang des 16. Jahrhunderts erreichte, was wir ja später noch lesen werden und was ihr kennt aus der Geschichte von Martin Luther. Aber hier schon, ne, um die Ketzer zu bekämpfen, wird ein zweijähriger Ablass all denen versprochen, die die Waffen in der, zwischen Anführungszeichen, heiligen Sache ergreifen würden, die also zum Kreuzzug ausziehen. Sie wurden unter den Schutz der Kirche genommen und denen, welche fallen sollten, wurde die ewige Seligkeit zugesichert. Unter den ruhelosen und sündigen Kriegern der Zeit war es nicht schwer, ein Heer auszuheben, das unter solchen Bedingungen ohne Sold zu dienen bereit war. Ohne Sold. Man muss natürlich hierzu auch wissen, das werden wir wohl später auch noch besprechen und haben wir ja, glaube ich, auch früher schon bereits besprochen, dass die Kirche sich auch Leuten bedient, die eigentlich in Gefängnissen sitzen mussten. Mörder unter anderem, Vergewaltiger, Betrüger. Kann man aus dem Knast holen, kann denen Vergebung ihrer Sünden versprechen, ne? Wenn sie denn für die Obrigkeit, in diesem Fall den Papst, die römisch-katholische Kirche, in diese heiligen Kriege ziehen würden. Unter den ruhelosen und sündigen Kriegern der Zeit, deswegen mein Kommentar, war es nicht schwer, ein Heer auszuheben, das unter solchen Bedingungen ohne Sold zu dienen bereit war. Was war denn ihr Sold? Vergebung aller Sünden. Also können sie machen inzwischen, was sie wollen. Sie können morden, vergewaltigen, brandschatzen, stehlen, rauben, was sie wollen. Die brauchen keinen Sold. Die ernähren sich auf die unrechte Art und Weise, die ich gerade eben aufgezählt habe. Sogleich nach seiner Rückkehr von dem Konzil veröffentlichte der Erzbischof Pontius von Narbonne schleunigst diesen Erlass mit all seinen Bannsprüchen und Interdikten und dehnte ihn auch auf alle diejenigen aus, welche neue und ungewohnte Zölle von Reisenden erhöhen. Eine schnell wachsende Erpressung von Seiten der Feudalherren, die wir wie die Koteresa in den albigensischen Streitigkeiten beständig wieder erscheinen sehen werden. Heinrich von Clairvaux hatte den unruhigen Bischofsstuhl von Toulouse, welcher kurz nach seiner Sendung dorthin im Jahre 1178 frei geworden war, ausgeschlagen, hatte aber den Titel eines Kardinals von Albano angenommen und war dann als päpstlicher Legat ausgesandt worden, um den Kreuzzug zu predigen und den Kreuzzug selber anzuführen. Seiner Beredsamkeit gelang es, eine bedeutende Streitmacht an Reitern und Fußsoldaten zu vereinigen, mit der er im Jahre 1181 das Gebiet des Vicomte Roger II. Vom Béziers überfiel und die Festung Lavaur belagerte, wo Rogers Gemahlin Adelaide, die Tochter Raimonds von Toulouse und die Führer der Patrariner Zuflucht genommen hatten. Es wird uns erzählt, dass Lavaur durch ein Wunder eingenommen und in verschiedenen Teilen Frankreichs der Erfolg der christlichen Waffen durch blutende Hostien angekündigt worden sei. Roger von Béziers unterwarf sich schnell und schwur, die Ketzerei nicht länger beschützen zu wollen. Raymond von Bermiac und Bernard Raymond, die Bischöfe der Katharer, die gefangen genommen wurden, schwuren gleichfalls ihre Ketzerei ab und wurden mit den Pfründen von 2 Kirchen von Toulouse belöhnt. Belohnt, Entschuldigung. Belohnt, ja. Viele andere Ketzer unterwarfen sich, kehrten aber zu dem früheren Glauben zurück, sobald die Gefahr vorüber war. Die kurze Frist, für welche die Kreuzfahrer sich unter die Fahnen gestellt hatten, ging zu Ende. Hier möchte ich nochmal kurz einen kleinen Kommentar einwerfen. Viele andere Ketzer, schreibt der Autor, unterwarfen sich, kehrten aber zu dem früheren Glauben zurück, sobald die Gefahr vorüber war.
Das ist etwas, das werden wir lernen im Laufe der Inquisition. Wir sprechen hier noch über das Ende des 12. Jahrhunderts. Inquisition wurde Anfang des 13. Jahrhunderts erst eingeführt. Nicht, dass es davor keine Verfolgung gab, aber die Inquisition selber. Die Inquisition hat einen Ketzer, das lernen wir ja später auch noch in diesem Buch, aber ich möchte das nur mal eben schon mal deutlich machen hier, warum dieser Satz hier so wichtig ist für mich, dass hier eben drin steht, dass die kurze Frist, für welche die Kreuzfahrer sich über die Fahnen gestellt hatten, viele andere Ketzer unterwarfen sich, kehrten aber zu dem früheren Glauben zurück. Warum ist das so wichtig? Weil wir später lernen in der Inquisition, wenn man der Ketzerei angeklagt war, man wusste ja gar nicht, was man gemacht hat, das ist eine ganz andere Sache, verteidigen konnte man sich auch nicht und so weiter. Wenn man bei der Folterung dann widerrufen hat, wenn man sich dann dem römischen Katholizismus unterworfen hat, wurde man trotzdem getötet. Warum? Die römisch-katholische Kirche hat ihre Lehren daraus gezogen, dass eben viele andere Ketzer, die sich erst dem römischen Katholizismus dann unterwarfen, später zu ihrem früheren Glauben zurückkehren, sobald die Gefahr vorüber war, sobald die Inquisition aus dem Dorf gezogen war. Ja, sobald man diesem alten Glauben wieder frönen konnte, haben sie gesagt, gehen wir dahin zurück. Die waren also nicht bekehrt, sondern haben das nur scheinmäßig angegeben. Und um das zu verhindern, hatten sie während der Inquisition dafür gesorgt, dass obwohl die Leute sagten, ich bekehre mich zum Katholizismus, ich akzeptiere den Papst, ich akzeptiere die Sakramente und, haben sie trotzdem umgebracht. Das heißt, wenn man einmal in den Fängen der Inquisition war, dann war man normalerweise verloren. Diese Gefängnistüren öffnen sich nie wieder einem lebenden Menschen. Es gibt nur ganz wenige Beispiele von Leuten, die bei der Inquisition bereits mal vorsprechen mussten und da lebend wieder rausgekommen sind. Unter anderem Ignatius von Loyola, der dreimal mindestens von der Inquisition verhaftet wurde. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber finde hier wichtig, doch mal eben den Punkt zu machen, obwohl sich viele andere Ketzer unterwarfen, kehrten sie zu dem früheren, also dem ketzerischen Glauben zurück, sobald die Gefahr vorüber war. Die kurze Frist, für welche die Kreuzfahrer sich unter die Fahnen gestellt hatten, ging zu Ende. Das Heer löste sich auf und im nächsten Jahr ging der Kardinallegat zurück nach Rom, nachdem er tatsächlich nichts anderes erreicht hatte, als durch die Verwüstung des von seinen Truppen durchzogenen Landes die gegenseitige Erbitterung zu steigern. Raymond von Toulouse, in einen verzweifelten Krieg mit dem König von Aragonien verwickelt, scheint gegen diesen Kriegszug vollständig gleichgültig geblieben zu sein, da er auf keiner Seite daran teilnahm. Die Corteresser und Brabanter, die, wie wir gesehen haben, mit den Paterinern in das Anathem des Laterankonzils eingeschlossen wurden, also das Anathem, das ist hier die Verbannung, die Exkommunikation, ja, die Verfluchung des Laterankonzils eingeschlossen wurden, sind eine so charakteristische Erscheinung jener Zeit, dass sie eine vorübergehende Aufmerksamkeit verdienen. Sie treten, wie wir sehen werden, beständig von Neuem auf und die Begünstigung derselben war eine von den Sünden, welche Raimund ebenso viel Feindschaft von der Kirche wie Hilfe von Seiten der Ketzer einbrachte. Sie waren Freibeuter, der Vorläufer der gefürchteten freien Gesellschaften, welche, besonders während des 14. Jahrhunderts, der Schrecken vieler Friedliebenden waren und dem Fortschritt der Zivilisation unberechenbaren Schaden zufügten. Ihre verschiedenen Namen, Brabanter, Henegauer, Katalaner, Aragonier, Navarra, Basken usw. so weiter, zeigen, wie verbreitet das Übel war und wie jede Provinz die verhassten Banden ihren Nachbarn zuzuschieben suchte, während die gebräuchlicheren Namen Brigandi, Pilardi, Rupardiri, Menatai oder Mesni und so weiter, ihren Beruf und ihre Beschäftigung bezeichneten und die Namen Cotterelli, Paleari, Triaverdenis, Aspereres, Wales der Etymologie, ein weiteres Feld der Fantasie eröffnet haben. Nochmal eben ein kleines Zurückgehen zum ersten Aufzählen hier. Ihre verschiedenen Namen, Brabanter, Henegauer, Katalaner, Aragonier, Navarra und Basken. Brabanter, ich bin zum Beispiel ein Brabanter, ich lebe hier in Flämisch-Brabant in Belgien.
Brabant ist eine Provinz, die war früher natürlich Flandern. Die war grenzübergreifend zwischen Belgien und Niederlande. Das geht also hier, die Brabanter, es geht um die Brabanter hier in Belgien. Henegouwen ist eine Provinz hier in Belgien, südöstlich von, südwestlich von wo ich wohne, hier in Leuven. Katalaner, ja, das kennt ihr, das sind die aus Katalonien, ja, Spanien. Der Girona ist die Hauptstadt von Katalonien, Barcelona gehört dazu, Aragonien in Spanien, Navarra. Navarra ist ja ist ja die Gegend, wo die Wüste ist, da in Spanien. Basken, das ist zum Beispiel die Gegend im Nordosten von Spanien, wo Ignatius von Loyola herkam. Also, es geht hier darum, dass diese Ketzerei im Grunde in all diesen verschiedenen Regionen, also von Brabant, das ist ja Belgien, Holland, ziemlich weit nördlich, Henegauen, ein bisschen südlich davon, aber dann im Norden von Spanien, Katalonien, Aragonien, Navarra, Basken und so weiter, zeigten, wie weit das Übel verbreitet war. Das Übel der Ketzerei, das Übel des Widerstandes gegen die römisch-katholische Kirche. Ich wollte das nur mal eben einschieben für die Leute, dass man sich das vielleicht auch ein wenig bildlich vorstellen kann, wo diese Menschen auch gelebt hatten, über welche Gegenden das hier geht. Es waren Müßiggänger und Tagediebe, Bauern, die in der zunehmenden Verwüstung des Krieges hoffnungslos ruiniert waren. Entlaufene Hörige, Geächtete, entkommene Verbrecher, nichtsnutzige Geistliche, ausgewiesene Mönche, kurz der Abschaum, welchen die Gesellschaft in ihrem beständigen Auf- und Abwägen an die Oberfläche trieb. Sie lebten auf Kosten der Gemeinschaft in Banden von verschiedener Stärke. Und ihre Schwerter standen den Adligen, die ihnen Beute und Sold in Aussicht stellten, stets zur Verfügung, wenn man eine militärische Streitmacht für einen Feldzug brauchte, wozu wegen seiner langen Dauer der Vasall dem Lehnsherrn gegenüber nicht verpflichtet war. Die Chroniken jener Zeit sind voller Klagen über ihre beständigen Verwüstungen. Und es ist bedeutsam für die Beziehungen der Kirche zu dem Volke, dass, wie die geistlichen Berichterstatter betonen, die Schläge derselben stets schwerer auf die Kirche und die Klöster als auf das Schloss des Adligen oder die Hütte des Bauern fielen. Sie verspotteten die Priester als Sänger. Einer ihrer wilden Späße bestand darin, dass sie dieselben zu Tode prügelten, während sie höhnend um ihre Fürsprache baten: Singe für uns, du Sänger, singe für uns! In ihrer unbeständigen Frevelsucht gingen sie sogar so weit, geweihte Hostien, über deren kostbare Büchsen sie gierig herfielen, herauszuschleudern und mit Füßen zu treten. Sie wurden vom Volke nicht nur als Ketzer, sondern auch als Gottesleugner betrachtet. Als im Jahr 1181 Bischof Stephan von Tournai im Auftrage seines Königs eine Reise durch das Gebiet von Toulouse machte, das vor kurzem der Schauplatz eines Krieges zwischen dem Grafen von Toulouse und dem Könige von Aragonien gewesen war, schilderte er in beweglichen Worten, wie dort auf kahlen Einöden nichts als zerstörte Kirchen und verödete Dörfer zu sehen seien und wie er beständig einen Angriff von Räubern oder den noch gefürchteteren Banden der Cotereser hätte erwarten müssen. Ein planmäßiger Angriff, den man bald darauf auf die Banditen in Mittelfrankreich machte, war wahrscheinlich das Ergebnis eines gegen die Pateriner beschlossenen Kreuzzuges. Sie wurden zusammengetrieben und im Juli 1183 wurde bei Châteaudun ein bedeutender Sieg über sie errungen. Die Zahl der erschlagenen Briganten, also Räuber, wird verschieden auf 6.000 bis 10.500, ja, sogar auf 25.000 angegeben. Eine kolossale Beute, worunter sich auch 1500 die Räuberbanden begleitende Dirnen befanden, fiel in die Hände der Sieger. Diese, welche zum Zeichen ihrer friedlichen Aufgabe den Namen Paciferi angenommen hatten, also Friedensbringer, übten keine Gnade. 15 Tage später hören wir von der Gefangennahme eines Räuberhauptmannes mit 1500 Mann, die alle kurzerhand gehängt wurden, und um dieselbe Zeit von 80 weiteren, die ergriffen und geblendet wurden. Also das heißt, durch Glühen des Eisen vor die Augen zu halten,
erblindet wurden. Trotz dieser grausamen Maßregeln dauerte das Übel ungeschwächt weiter, denn seine Ursachen blieben nach wie vor bestehen und die Dienste der gewissenlosen, gottlosen Söldner waren auch fernerhin für die großen Lehnsherren bei ihren endlosen Kriegen mit ihren Nachbarn fast unentbehrlich. Jetzt dauert das Kapitel nicht mehr allzu lange, weil auf den drei Seiten, auf Seite 142, fangen wir ein neues Kapitel an. Aber ich müsste über eine Stunde gehen, wenn ich das jetzt auch noch lesen wollte. Und ich halte es lieber bei einer ungefähren Stunde und wir werden das Kapitel über die Verwilderung des Kriegswesens und was wir dann noch weiter sehen, die Zeit der Duldung des Wachstums, nächstes Mal abschließen, wenn wir dann auch in das vierte Kapitel eingehen über die Kreuzzüge der Albigenser. Wir werden also die Kreuzzüge der Katharer nächstes Mal hier beenden oder gegen die Katharer hier beenden und werden uns dann den Albigensern widmen in der 15. Lesung dann aus dem Buch Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Ich danke heute fürs Zuhören und Zuschauen. Ich wünsche noch einen schönen Tag und Gottes Segen. Maranatha.